Seit Kindheit an habe ich gerne Heu gemacht, war immer in der Natur unterwegs. Ich bin der Heuheinrich und das ist meine Natur. Der Heu ist ja nicht nur getrocknetes Gras. Getrocknetes Gras kann man überall auf der Welt haben. Das ganz Besondere hier gerade im Friedrichshöhe, wir haben eine Vielzahl von Kräutern auf den Bergwiesen. So eine Zusammensetzung von so vielen Heilkräutern gibt es nirgendwo in Deutschland. Bärwurz, Johanniskraut, Schafgarbe, Annika. Wir machen wieder aufmerksam darauf, dass eben die Heilkraft in der Natur auch vorhanden ist. Die alten Heilwirkstoffe, die schon Jahrhunderte bekannt sind, auch jetzt wieder nach außen getragen werden. Das Heu wird die Apotheke der Natur genannt. Man geht zweimal in die Sauna und statt einen dritten Saunagang, wenn die Hautporen schön geöffnet sind, geht man in das warme Heubett. Da können sich natürlich die ätherischen Öle lösen und können schön in den Körper übergehen. Und das atmet man ein und dadurch entspannt man richtig und es tut auch in den Atemwegen sehr gut. Man merkt richtig, wie die Muskeln nachlassen. Es kratzt ein kleines bisschen, aber das kann man schon für diese schöne Entspannung mal ertragen. Ich habe mir auf die Fahne geschrieben, aufzuklären über die Natur, über unsere Kräuter, über diese Kulturlandschaft, die wir haben. Mein Gedanke war, dass man Tourismus, Landschaftspflege und Naturschutz verbinden muss. Die Heusuppe nach Annika-Art, das war eine Idee von mir. Wir hatten einfach überlegt, wie kriegen wir das Heu in aller Munde. Ich habe eine starke Naturverbundenheit und finde unsere Region einfach klasse. Und finde, hier muss man was draus machen, hier muss noch was gehen. Ja, und das gebe ich auch jedem weiter, dass ich den Thüringer Wald liebe und hier auch dafür arbeite.